Assi-Krauts. Hallo Assi-Krauts-Freunde, willkommen zurück hier bei uns zur Flaschenpost auf dem YouTube-Kanal von Assi-Krauts. Kurz vorm Wochenende wollen wir euch hier nochmal den aktuellen Stand der Dinge so ein bisschen rüberbringen. Wir fangen gleich oben an, Testserver 0711, die Version ist da jetzt verfügbar von 1.11. bis 6.11. Also das ganze Wochenende könnt ihr Testserver zocken, wenn ihr denn möchtet und die neuen Sachen ausprobieren, die möglicherweise in Zukunft so oder in leicht abgeänderter Art auf den Live-Server kommen. Aber ihr könnt schon mal vorschnuppern und das ist ja manchmal ganz geil. Also, fangen wir direkt oben an, britische Sammlung und Royal Navy. Hängt diesmal wieder ganz eng beieinander. Erstmal kurz die Royal Navy erklärt, Patch 0711. Ist das dritte Update des Royal Navy Events, ja, und ihr habt jetzt mal nur noch drei Stages, nämlich dieses Update-Zyklus wird nur 3 Wochen dauern, bis das nächste Update dann eben kommt, ja, und in jeder Stage habt ihr wieder 4 Direktiven, da könnt ihr den Digineas für die COSEC wieder verdienen und ihr könnt britische Container bekommen. Und in dieser britischen Container-Geschichte sind dann Gegenstände drin für die Sammlung, die ihr dann hier vervollständigen könnt. Wir haben hier mal ein paar Bilder für euch. Es sind am Ende 4 Reiter, A4 Gegenstände, also 16 Gegenstände, die zusammen gilt. Und ja, da gibt es dann wieder diese Möglichkeiten, dass ihr doppelte Flaggen an den Schiffen befestigen könnt. Und es gibt sicherlich auch wieder irgendeine Belohnung, die wir jetzt noch nicht so ganz genau kennen. Weil selbst das, was auf dem Testserver ist, muss nicht unbedingt das sein, was nachher final ist. Also von daher spare ich euch jetzt erstmal das Voreifern oder das Gedanken machen darum. Wichtig ist, es kommt eine Sammlung und ihr könnt die mit den Royal Navy Containern auffüllen. Ihr werdet sicherlich auch wieder Container im Store kaufen können. Und ihr werdet natürlich wieder Container bei uns hier im Assi-Krauts-Kanal ab und zu mal in den Livestreams gewinnen können, natürlich. So wie ihr halt quasi in der letzten Zeit schon immer wieder mitbekommen habt. So, dann Zwielichtgefecht. Neuer Gefechtsmodus, der jetzt mit dem neuen Patch dann auf den Server kommt. Ihr spielt ganz nach dem Motto eines bekannten Spiels, was mit P anfängt, mit G aufhört, ja, im Format 7 gegen 7 auf der vertrauten Karte Sonnenstrahl in der Finsternis. Ja, und am Ende ist es so, dass der Schmutz sich unentwegt ausbreitet, also quasi die Karte immer enger macht oder Bereiche eingrenzt, ja, und ihr mit euren Schiffen immer näher aneinander rückt, ja, bis ihr quasi kaum noch Torpedos abwerfen könnt, wenn ihr euch nicht bis dahin weggerammt habt, sozusagen. Denn jedes Schiff, was nicht in der sicheren Zone ist, bekommt Trefferpunkte abgezogen, bis es dann eben versenkt wird oder sinkt. Also heißt es vorher, eure Gegner da ausnoggen und abballern, versenken und ja, ich bin gespannt, wie sich dieser Gefechtsmodus dann durchsetzt, wie ihr den findet. Schreibt mir das gerne mal in die Kommentare unter das Video. Hier haben wir mal ein paar Bilder, wie die Schiffe aussehen. Und das ist aber nicht alles. Die sehen nicht nur besser aus, sondern die haben auch, sehen wir hier unten, neue Verbrauchsmaterialien. Ein nettes Verbrauchsmaterial, wo ich jetzt schon drüber lachen muss, ist, ihr nutzt das Verbrauchsmaterial und euer Schiff dreht sich sofort um 180 Grad. Das finde ich, das muss ich unbedingt sehen, wie das wohl aussieht. Ja, auf jeden Fall ist es so ein bisschen halt fun-mäßig gemacht. Ich denke, das könnte euch gefallen. Mal gucken. Ich werde es ausprobieren. In einem unserer nächsten Videos bei uns werde ich einen Livestream vom Testserver machen. So eine kleine Übersicht, ob ich das heute noch mache oder erst am Sonntag. Bin mir noch nicht ganz sicher. Auf jeden Fall werdet ihr einen kleinen Vorgeschmack auf dem Testserver bekommen. Und dann kommen wir zur nächsten großen, wichtigen, viel diskutierten Änderung in der Schadensmechanik. Aktuell ist es möglich, sehr viel Schaden auf Zerstörern zu machen mit einer einzelnen Granate. Und das soll sich eben ändern im Sinne von Wargaming. Und das passiert also wie folgt. Es betrifft nur AP-Granaten, es betrifft nur Kaliber 280 mm oder größer. Also quasi Scharnhorst-Kaliber und mehr. Ne? Darum geht es jetzt. Wenn, also aktuell ist es so möglich, dass wenn ihr mit einer Bismarck auf einen Zerstörer schießt und der Weg der Granate durch den Zerstörer eben ziemlich lang ist, nicht so, ja, sondern eben möglichst so, er quasi nicht abprallt oder irgendwas, sondern direkt da durchgeht, aber einen langen Weg im Zerstörer zurücklegt, bevor die Granate wieder austritt, war die Wahrscheinlichkeit gegeben, dass die Granate im Schiff explodiert beim Zerstörer und sehr viel Schaden hinterlässt. Also das war wirklich dramatisch teilweise und das ist halt nicht so gewollt von Wargaming. Und deswegen werden jetzt bei diesen Granaten, also 280 mm oder größer, AP-Granaten ausschließlich, der Schaden, der maximal durch die Granate zu machen ist, auf 10% begrenzt. Das entspricht genau dem Wert, den ihr macht, wenn ihr einen Overpen, also einen Durchschlag auf bestimmten, egal welchem Schiff, eben
Wenn ihr einen Durchschlag macht, habt ihr 10% Schaden. Und genau das ist jetzt hier der Schaden eben auch. Das soll dann sozusagen als Durchschlag gewertet werden. Und dat, da sind nur zwei DDs von ausgenommen. Das ist eben die Shabarovs und die Harugumo, wo das Schadensmodell so sein, so bleiben soll, wie es jetzt schon ist, auch für die großen Projektile, die durch die Gegend fliegen in unserem World of Warships-Universum. Der nächste Punkt ist, ihr bekommt das Band Durchschlag, aber ihr bekommt keine Trefferpunkte gutgeschrieben, weil jeder Durchschlag euch ja normalerweise 10% Trefferpunkte bringt. Oder immer wieder 10%ige Trefferpunkte bringt von dem Alpha-Damage der Granate. Ja, und zwar war das immer dann so, wenn ihr eben Torpedowulste getroffen habt, das ist hier Bilgen genannt, ist aber am Ende eine Torpedowulst, Sekundärbatterien, Flugabwehr oder eben vollständig zerstörte Teile des Schiffes. Und das soll sich halt auch ändern. Ihr bekommt dann einen garantierten Schaden von 10% gutgeschrieben auf eurem Konto, wenn ihr die Granate abgefeuert habt. Aber andersrum ist es natürlich, habt ihr stark beschädigte Bereiche im Schiff oder eben ihr werdet nur an den Torpedowülsen getroffen, habt ihr euch vorher gefreut, ja, ha, ich habe keinen Schaden genommen und jetzt ist es eben so, dass ihr dann aber trotzdem 10% des Alpha-Damage der Granate, die euch getroffen hat, abziehen müsst von euren Trefferpunkten. Hat also Vor- und Nachteile. Ja, die Spieler werden im Durchschnitt einen Ticken mehr Schaden machen und andere Spieler werden im Durchschnitt oder alle anderen Spieler werden oder alle Spieler machen ein bisschen mehr Schaden, leben aber weniger lang im Gefecht. So ist vielleicht die richtige Ausdrucksweise. Je nachdem, wie man dann eben fährt, man muss eben noch ein bisschen konzentrierter fahren und sich bewusst machen, was man tut. Nächster Punkt ist die Gewitterfront. Die war schon mal im Spiel, kommt jetzt wieder zurück, komplett überarbeitet, optisch ein Zauberwerk sozusagen geworden. Mal gucken, ob die dann wirklich so aussehen. Also ich persönlich finde es jetzt nochmal ein ganzes Ende cooler. Also gerade das Bild hier, das erste, finde ich schon total genial, wie die Gewitterfront da aussieht. Hier seht ihr so ein bisschen, wie das so modelliert ist. Soll auf jeden Fall deutlich verbessert worden sein. Und ja, es gibt jetzt auf dem Testserver erstmal drei Karten. Norden, Gefahrenherd, Eisinseln und der Gefechtsmodus ist Herrschaft und Herrschaft und hier halt für die Eisinseln Epizentrum. Hauptsächlich gibt es halt nur verbesserte visuelle Wettereffekte. Das nehmen wir jetzt erstmal so hin und werden es ausprobieren auf dem Testserver mit euch da draußen natürlich zusammen, wenn ihr dabei seid. Und dann gibt es Kartenänderungen und zwar gar nicht mal so wenige. Es gibt in vier Unternehmen erstmal Änderungen. Ja, Newport, Narai, Ägide und Killerwahl. Ja, und dann gibt es eben noch Änderungen in der Positionierung der verschiedenen Inseln. Bei manchen Karten sind die Berge ein bisschen flacher geworden, dass die Interaktion zwischen links und rechts auf der Karte ein bisschen einfacher möglich ist. Also der Beschuss natürlich ist damit hauptsächlich gemeint und solche ganzen Geschichten werden wir uns natürlich auch im Testserver angucken. Und ja, hier wird es jetzt nicht so richtig doll beschrieben. Ihr könnt hier ein paar Fotos sehen, wie die Karten dann jetzt aussehen. Ist natürlich schwer im Vergleich, muss ich ganz ehrlich sagen. Jetzt festzustellen, was genau sich geändert hat. Gerade wenn die Höhenzüge sich ändern, kann man das auf der Karte quasi gar nicht kaum erkennen, wo jetzt der Höhenzug plötzlich irgendwie niedriger sein soll. Aber jetzt sei euch gesagt, die Karten verändern sich. Hier geht es um Weg des Kriegers, Schleife, Entschuldigung, Tränen der Wüste, Gefahrenherd und so weiter. Es ist am Ende eine Balancing-Geschichte, dass ihr, egal von welcher Seite ihr startet, am besten die gleichen Chancen haben sollt. Das ist das Ziel von Wargaming. Zumindest wird es gesagt. So, wie könnt ihr am öffentlichen Test teilnehmen? Wenn ihr das ausprobieren wollt, wenn wir euch neugierig gemacht haben, dann verlinken wir euch gleich einen Artikel unten in die Beschreibung, könnt ihr unten finden. Wie registriert ihr euch? Wird hier alles erklärt. Hier wird nochmal genau erklärt, welche Belohnung ihr bekommt. Ihr könnt Flaggen, also Signale mitnehmen. Ihr könnt Tarnungen mitnehmen und so eine ganzen Geschichten. Sogar Premium-Spielzeit, wenn ihr viel übt und viel mitmacht, dann... Ja, kann sich das für euch lohnen und zwar auf dem Live-Server. Ne? Diese Belohnungen werden immer auf dem Live-Server ausgeteilt. Das heißt, ihr kriegt dafür wirklich was, einen Mehrwert zurück. Dann kommen wir zum nächsten Punkt und zwar die Sprint-Saison. Die gewerteten Gefechte der, sind in der zweiten Saison und zwar vom 1.11. bis zum 13.11. nicht mehr 6 gegen 6, wie zuletzt war, bis Ende des Monats, sondern jetzt 8 gegen 8. Es ist wieder T5. Ihr könnt wieder Divi fahren, ihr, also Zweier-Divi. Ihr könnt Flugzeugträger wieder, einer pro Gefechtsseite ist jetzt wieder weiterhin möglich. Die Ränge sind unverändert, die Belohnungen sind alle unverändert. Ihr braucht Wehrpassstufe 14 und die Karten haben sich auch nicht verändert. Von daher gucken wir einfach mal, wie 8 gegen 8 ist. Auf geht's. Ja, auf dem Live-Server ist das hier natürlich direkt verfügbar. Könnt ihr also Gas geben und da euch wieder Rang 1 holen. Finde ich eigentlich ganz
cool, weil 5000 Kohle ist schon eine ganz nette Sache und nebenbei kann man, wenn man einen guten Kapitän hat, vielleicht schon ein bisschen Elite-Kapitäns-EP farmen und ihr seine Low-Tier-Schiffe endlich mal sinnvoll ausführen. Ist so eine coole Idee, wie ich finde. Nächster Punkt, Jean Bar. Wir haben öfter über dieses Schiff schon berichtet. Jetzt gibt es erste Hinweise, dass das Schiff als Kohleschiff ins Arsenal kommen könnte. Hier steht ein Wert von 228.000 Kohle, wenn ihr das jetzt nicht richtig im Video sehen könnt. Ja, und das ist ein Foto aus dem asiatischen Server. Ja, müssen wir mal gucken. Ist nicht von mir gemacht, also von daher wurde uns das nur ja, zur Verfügung gestellt, wollen wir es mal so nennen. Von daher, 228.000 Kohle könnte der Wert sein, mit dem das Schiff demnächst ins Arsenal kommt. Wenn euch die Jambar interessiert, spart euch die Kohle auf und holt euch nicht die Salem. Oder Salem, wie auch immer sie ausgesprochen wird. Wenn ihr die Jambar haben wollt. Nächster Punkt ist das Seacrowds Fanprogramm. Möchte ich ganz kurz umreißen, das werde ich in den nächsten Livestreams immer mal wieder erwähnen. Wir haben uns gedacht, dass wir das Fanprogramm ein bisschen ausdehnen. Und zwar werdet ihr als Belohnung für eure Treue und dann auch für die ständig wachsenden Zuschauermassen sozusagen. Ihr da draußen guckt uns immer häufiger und das gefällt uns natürlich und wir wollen euch dafür was zurückgeben. Und zwar haben wir uns gedacht, dass der Zuschauer, der uns am meisten zuschaut, also am Ende des Monats, die meisten Crowds hat, die heißen nämlich jetzt nicht mehr Würstchen, sondern Crowds in Zukunft, ihr könnt Punkte verdienen, indem ihr einfach aktiv im Chat seid, indem ihr einfach dabei bleibt. Ja, und die meisten Punkte haben oder der die meisten Punkte hat, bekommt am Ende des Monats eine kleine, ja, einen kleinen Artikel aus dem Premium Store. Ich will jetzt noch nicht so viel verraten, wird natürlich jetzt nicht, muss man ganz offen sagen, unser Kanal ist verhältnismäßig klein, plötzlich immer ein großes Premium-Schiff sein oder so, aber über Dublonen kann man sich mal freuen, über vielleicht Signalflaggen kann man sich freuen, über Premium-Spielzeit, über Container, die es immer wieder im Premium-Store gibt oder über, also es wird halt ein Artikel sein, den im Premium-Store dann an euch ausgeschüttet wird, an denjenigen, der die meisten Punkte hat. Der muss sich dann natürlich auch mit uns in Verbindung setzen. Wir werden das immer wieder auslosen und hier in der Flaschenpost bekannt geben, wer diesen Monat dann der aktivste User war. Wir wollen natürlich ein Stück weit auch Fairness walten lassen. Also wenn wir jetzt einen User haben, der immer wieder Erster ist, dann wird es da natürlich nicht die Situation geben, dass immer wieder er nur gewinnt, weil er so viel Zeit hat oder diejenige so viel Zeit hat. Da wollen wir schon ein bisschen gucken, das wird einigermaßen fair hinbekommen. Und dann halt in den Abstufungen durchgehen, ne? Die Top 5. Aber dazu dann einfach mal mehr in den Livestreams, das sei nur am Rande erwähnt. Dann kommen wir zum nächsten Punkt. The Ring, Runde 2 hat begonnen und ihr könnt da wieder einen kleinen Code mitnehmen. Der bringt euch 10 Flaggen Zulu Hotel, wenn ihr die Mission erfüllt. Ihr müsst mit T5 Schiffen fahren, könnt Koop Zufall gewertet und Unternehmen fahren. Und müsst 5 Schiffe zerstören, also eine leichte Sache, gerade im Koop-Modus. Und dann kriegt er eben 10 Signalflaggen einfach auf Konto gut geschrieben. Also sollte man auf jeden Fall machen. Einfach hier unten den Teil kopieren, oben hier einfügen, Wargaming-Code aktivieren und fertig ist der Lack, ne? Nächster Punkt. Wie immer, ihr das schon gewohnt seid, gerade am Freitag gehen wir immer noch mal ganz kurz auf den Premium Store ein. Ich möchte hier keine Werbung für Artikel machen. Ich möchte das nur noch mal sagen, weil ich immer wieder diese Fragen gestellt bekomme. Warum machst du das? Das ist ja Werbung für Geld ausgeben und so eine Sachen. Ihr müsst hier kein Geld ausgeben. World of Warships ist ein schönes Spiel ohne Geld ausgeben. Ich möchte euch nur darauf hinweisen, dass es Möglichkeiten gibt, weil nicht jeder von euch überhaupt reinguckt und manche sich danach vielleicht darüber ärgern, dass sie gar nicht wussten, dass diese Sache im Store ist. Und ich möchte, weil es eben ein News-Feature ist, alle Nachrichten von World of Warships einen Ticken beleuchten. Und deswegen wollen wir euch kurz erzählen. Captain Tsar Alexander ist jetzt verfügbar im Store bis zum 23. November. Ihr kriegt 20 Premium-Kürbisse und eben den Captain. Was zeichnet ihn aus? Er hat 15 Fähigkeitspunkte und die besondere Fähigkeit Ladeexperte und Experte der Überlebensfähigkeit kann auf russische und amerikanische Schiffe eingesetzt werden. Kostet aber meiner Meinung nach Schweine viel Geld. Ja, muss jeder für sich wissen. Ich glaube, das ganze Paket hier zusammen kostet 90 Euro. Ich weiß gar nicht mehr, was ich dazu noch sagen soll. Okay, nächster Punkt. Es gibt wieder ein paar Schiffchen hier im Store. Guckt euch selber an, ob hier ein paar Schiffe für euch dabei sind, die ihr dann vielleicht brauchen könnt. Und dann gibt es hier unten, irgendwas hatte ich doch noch. Wo ist es? Ja, das war es eigentlich schon. Der Kapitän war es, glaube ich. Das war das Einzige. Ja. Genau, dann wollte ich euch nur darauf hinweisen, reicht schon. Und ich denke,
dann sind wir schon durch mit der Flaschenpost. Ich wünsche euch viel Spaß. Ich hoffe, ihr habt jetzt wieder so ein oder zwei Punkte, wo ihr ein bisschen was mitnehmen konntet an Informationen, die ihr vielleicht vorher noch nicht wusstet. Wär schön, wenn es so ist. Wenn es so ist, lasst mir gerne einen Daumen nach oben da, einen Kommentar. Und ja, wenn ihr weiter über Videos, die wir hochladen, informiert werden wollt, dann nicht nur Abo drücken, sondern auch die Glocke daneben. Dann bekommt ihr immer mit, wenn wir ein neues Video oder eben in Livestream gehen. Und dann könnt ihr natürlich auch da wieder also ab und zu mal ein bisschen was Nettes mitnehmen. Ne? Ich wünsche euch ein schönes Wochenende. Bis zum nächsten Video hier auf unserem Kanal. Haut rein, euer Seekhorst-Team, euer Maracha. Ciao, ciao. Seekrauts.